Stopfen ist einfacher, das sehe ich auch so. Aber stopfen. Ein Abflussrohr unter einer Straße. Gerade groß genug für den Feuerwehrtaucher. Nichts wollen sie auslassen. Jede noch so kleine Versteckmöglichkeit suchen sie ab oder tauchen hindurch, so wie in diesem Fall. Wir haben von der Einsatzleitung eine Karte bekommen, wo Durchlässe unterhalb der Straßen durchgeführt werden, wo also Oberflächenentwässerungskanäle durchlaufen, die auch groß genug wären, um sich eventuell drinnen verstecken zu können. Und diese Durchlässe kontrollieren wir hier jetzt, wie Sie eben gesehen haben. Da, wo der Feuerwehrmann durchpasst, krabbelt er durch. Und kleinere Sachen, wo nur ein Kind durchpassen würde, wir aber nicht mehr, die werden von beiden Seiten dann kontrolliert mit Licht. Das alles im Rahmen einer neuen Strategie. Es gibt neue Suchkorridore. Der Schwerpunkt der Suche nach Arian liegt jetzt wieder in seinem Wohnort Elm und nordwestlich davon. Die Helfer sind nicht mehr in großen Polizeiketten unterwegs, sondern in kleinen Trupps. Sie durchkämmen noch einmal ganz gezielt mögliche Verstecke des autistischen kleinen Jungen. Wir haben da so ein kleines Kreativteam gebildet, um möglichst alles abzudecken, dass wir nichts vergessen. Ein Beispiel. Wir haben jetzt das Technische Hilfswerk hinzugezogen als Fachberatung, um möglicherweise stillgelegte Brunnenschächte, Kanalisation, um da die Spezialität nochmal abzurufen und die wir so selber nicht gewährleisten können. Und da werden wir wunderbar bedient von allen Seiten. Uns wichtig, der Bereich hinter uns. Die Bundeswehr stockt die Kräfte weiter auf. Heute Nachmittag kamen 150 Objektschutzsoldaten der Luftwaffe aus Jever an und wurden eingewiesen. Zusätzlich zu den 250 Fallschirmjägern aus Seedorf. Ihre Hilfe hoch willkommen. Ich weiß ja nicht, das endgültige Szenario. Gibt es einen Menschen, der ihn zu sich genommen hat oder so? Oder liegt er geschützt irgendwo in einem Bereich oder eben nicht? Wir können nur suchen, bis wir keine Hoffnung mehr haben. Aber wir haben noch Hoffnung. Es sollen noch mehr Soldaten kommen und mitsuchen. Dafür werden bereits Turnhallen in der Umgebung vorbereitet. Es gab in den vergangenen Tagen ja immer wieder neue Ideen. Bisher hat keine funktioniert. Aber niemand will bisher aufgeben. Dieser Fall ist in vielerlei Hinsicht ein wirklich besonderer. Hier ist nochmal die Chronologie der bisherigen Geschehnisse. Beginnt mit dem Montagabend. Am Montag, den 22. April um 19.30 Uhr melden die Eltern von Arian, den 6-jährigen Autisten, als vermisst. Eine groß angelegte Suchaktion startet. Hunderte Helfer durchkämmen alle möglichen Verstecke. Das Gebiet um Elm ist weiträumig abgesperrt. Auch Hubschrauber und Drohnen mit Wärmebildkameras sind im Einsatz. Wir hoffen, dass wir ihn in nächster Zeit, solange es noch hell ist, auch finden. Doch nichts. Am Abend fliegt ein Tornado der Bundeswehr mit hochauflösenden Kameras das Gebiet ab. Die Rettungshundestaffel schickt spezialisierte Spürhunde. Inzwischen suchen 600 Einsatzkräfte mit allen Mitteln. Arian liebt bunte Ballons. Helfer stellen sie an 17 Orten zusammen mit Süßigkeiten, Getränken und Kameras auf. Am Abend veröffentlicht die Polizei ein neues Foto, aufgenommen von einer privaten Überwachungskamera. Eine Fußspur führt zu einem Tümpel. Hier spricht niemand von Aufgeben. Ich finde das richtig und ich bin froh, in so einer Gesellschaft zu leben, wo sowas dann auch auf die Beine gestellt wird. Die Bundeswehr schickt nochmal 250 Mann. Helfer spielen Kinderlieder und haben Tonaufnahmen von Arians Familie dabei. Bislang alles erfolglos. Das letzte war Donnerstag und dann heute ja noch mal mehr Soldaten. Wir schalten live in den 1500 Einwohnerort bei Bremervörde zu Thorsten Ahles. Gleichzeitig, wie eben gesagt, auch der Strategiewechsel. Wie sollen die Soldaten denn jetzt vorgehen? Das wird so aussehen, dass die Soldatinnen und Soldaten ab der kommenden Nacht mit Nachtsichtgeräten hier umliegende Wälder und Felder durchkämmen sollen, in der Hoffnung, dass man auf diese Art und Weise Arian näher kommen kann. Vorausgesetzt natürlich, der Junge hält sich überhaupt in diesem Bereich auf. Am Nachmittag ist man hier zu diesem Strategiewechsel gekommen. Da hat man gesagt, okay, wir haben es jetzt mit Luftballons probiert, wir haben es mit Kinderliedern probiert oder mit Scheinwerfern, die in den Nachthimmel strahlen. Auf all das hat Arian nicht reagiert. Jetzt also versucht man es mit dieser sogenannten leisen Variante in der Hoffnung, sich dem Jungen irgendwie annähern zu können, vorausgesetzt, er ist dort vor Ort. Seit 5 Tagen läuft jetzt die Suche. Ans Aufgeben scheint weiter niemand zu denken, oder?
Überhaupt nicht. 50 Meter hier hinter mir ist das Dorfgemeinschaftshaus, in dem werden die Einsatzkräfte hier vor Ort mit Getränken und Essen versorgt. Und ich war heute mehrmals dort drin. Und wenn man da in die Gesichter schaut, da konnte zumindest ich nichts von Resignation erkennen. Ganz im Gegenteil, da mussten viele eher gebremst werden. Da hieß es dann, jetzt atme mal durch, mach mal Pause und danach geht's dann weiter. Thorsten, eine Option war jetzt noch nicht wirklich Thema. Kann man ein Verbrechen ausschließen? Da schließt die Polizei, zumindest was das Verschwinden von Arjen angeht, aus. Wir haben es ja gehört, es gibt Bilder aus einer Überwachungskamera aus der Nachbarschaft und die zeigen nun mal eindeutig, dass Arjen alleine und selbstständig sein Elternhaus verlassen hat. Also, wird weitergesucht. Vielen Dank an Thorsten Ahles nach Elm. Und falls dir dieser Fall auch so bewegt, die neuesten Entwicklungen gibt es rund um die Uhr in der NDR Niedersachsen App. Sieht so aus, können Sie kostenlos auf Ihr Smartphone laden.